Die Republika, das ist ja in der Station gerade in Berlin so ein bisschen das Klassentreffen der deutschen und auch europäischen Digitalszene. Und sehr viele von denen, die sich da jetzt treffen, die haben sich vor 2 Monaten schon mal getroffen. Und zwar zum Klassentreffen in Texas in Austin, das ist die South by Southwest. Und die scheint doch thematisch sehr oft sehr ähnlich zu sein. Da geht es auch, es geht um Zukunft von Online-Journalismus, es geht ums Internet, um neue Plattformen. Und in dem Fall war jetzt auch die EU-Kommissarin Margrethe Vestager, die war sowohl in Texas anwesend als auch morgen auf der Republika, eigentlich heute ist es auf morgen verschoben worden. Und da scheint es doch sehr ähnlich. Und trotzdem ist es so, dass Doro Bär, nachdem sie aus Austin zurückgekehrt ist, getwittert hatte, ja, da gehe ich auf Twitter und da sind die ganzen Twitter-Nutzer so miesepetrig, jetzt paraphrasiert, und sich darüber beschwert hatte und sich nach Austin zurücksehne. Und da ist sie auch gar nicht alleine, weil zum Beispiel auch Thomas Knüver, der ist Journalist und Blogger, der hat dann auch geschrieben, das Schlimmste sei eigentlich, wenn man dann von der South by Southwest aus Austin wieder zurückkehre nach Deutschland in dieses analoge Land. Scheint also schon so zu sein, dass es bei allen Gemeinsamkeiten doch große Unterschiede gibt, wie Digitalisierung gelebt wird, wie Digitalisierung wahrgenommen wird. Und erst recht gilt das auch für China, wo es nicht so ein solches Klassentreffen vielleicht gibt, aber wo dann doch mit sehr großen Schritten die Digitalisierung voranschreitet. Und es ist vielleicht Zeit, den Blick zu weiten und zu gucken, wo die Unterschiede sind. Das machen wir heute Abend. Und zwar haben wir dafür Gäste, die hier einzeln einmal ihren eigenen Blick darstellen werden am Anfang. Und dann setzen wir uns zusammen hin und sprechen gemeinsam auf dem Podium. Und zum Schluss sind Sie dran und haben ausreichend Zeit, auch Ihre Fragen loszuwerden. Mein Name ist Judith Horchert. Ich leite das Netzweltressort, ein kleines Internetressort bei Spiegel Online. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind und meine Gäste da sind. Unsere, das haben wir gerade schon gesagt, Diskussion der Abend hier wird live ins Netz gestreamt unter fes.de. Es wird und soll auch getwittert werden. Da oben ist es der Hashtag fesnetzpoll. Machen Sie gerne mit. Und es werden auch Fotos gemacht von der Stiftung. Wenn Sie das nicht wünschen, dann wenden Sie sich am besten an einen von den Mitarbeitern der Stiftung. Die haben so ein blaues, die erkennt man an dem blauen Band am Badge, ein blaues Halsband, würde ich schon sagen. So, und ansonsten wünsche ich Ihnen und mir jetzt eine gute Reise, die uns als allererstes nach China führt. Dazu hören wir nun als erstes jemanden, der dort lebt und arbeitet. Er forscht an der University of Nottingham im chinesischen Ningbo. Seine Schwerpunkte liegen dabei auf der Außen- und Energiepolitik Chinas sowie auf Technik und Innovation. Er sagt, bei der hiesigen Diskussion über die rasante Digitalisierung in China wird auch einiges missverstanden. Begrüßen Sie mit mir herzlich Professor Maximilian Mayer.